Das Ziel ist saubere Luft und gute Mobilität. Unter dieser Prämisse werden Elektrofahrzeuge derzeit sehr stark vom Staat unterstützt und gefördert. Doch wie sieht es eigentlich mit der Alltagstauglichkeit aus? Nachdem die Bundesregierung große Fördergelder angekündigt und ausgegeben hat für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen, stellt sich nun die Stadt Kulmbach die Frage, was ist, wenn ein Elektrofahrzeug in einer Tiefgarage doch mal brennt? Aufgrund des Brandes eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor im vergangenen Jahr und den anschließenden aufwendigen Sanierungsarbeiten beschloss die Stadt Kulmbach nun, diese Tiefgarage am Ekoplatz künftig für Elektro- und Hybridfahrzeuge zu sperren. Auf Nachfrage bei der Stadt Kulmbach, warum man diese nun für Elektro- und Hybridfahrzeuge sperre und ausgerechnet jene Fahrzeuge, die im letzten Jahr einen Brand verursacht hatten, weiterhin zulässt, erhielten wir folgende Antwort. Bei Gesprächen mit der Feuerwehr wurde uns geraten, E-Autos und Hybridautos nicht mehr in der Tiefgarage parken zu lassen, da die brennenden Akkus nicht gelöscht werden können. Diese müsste man unter Aufsicht und Kühlung ausbrennen lassen, was mehrere Tage dauern kann. Viele Medien griffen das Thema auf und berichteten darüber, bis sogar der leitende Branddirektor aus München, Peter Bachmeier, sich in einem Interview zu Wort meldete. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung in den Medien erscheint es wichtig zu betonen, dass selbstverständlich auch in Brand geratene Elektrofahrzeuge von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden können. So wunderten sich ebenfalls Fachplaner und Sachverständige über die Entscheidung der Stadt Kulmbach. Werden doch tagtäglich Tiefgaragen und Parkhäuser in Deutschland mit Ladestationen und Parkmöglichkeiten für Elektroautos gebaut und genehmigt. Das Sperren einer Garage für alternativ angetriebene Pkw ist aus brandschutztechnischer Sicht deshalb nicht angezeigt. Die vom Gesetzgeber formulierten baurechtlichen Mindestanforderungen sind im Brandfall ausreichend sicher. Dem entgegnete die Stadt Kulmbach: Wir haben zahlreiche Quellen, die diese Aussage untermauern. Dass es andere Meinungen gibt, ist uns bewusst. Allerdings haben wir zugunsten der Sicherheit entschieden. Hierzu bekamen wir aus Feuerwehrkreisen die Auskunft, das Löschen gestaltet sich unter Umständen etwas schwieriger als die Brandbekämpfung von herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen. Jedoch nicht komplexer oder gefahrbringender als etwa ein Brand eines gasbetriebenen Kfz. Aufgrund der niedrigen Deckenhöhe kann das Auto auch nicht aus der Tiefgarage abtransportiert werden, um es im Freien ausbrennen zu lassen. Bei einer baurechtskonform errichteten Garage steht das Abstellen sowie das Aufladen von E-Fahrzeugen nicht im Widerspruch zu den geltenden Vorgaben des Bauordnungsrechts. So unterliegt auch die Tiefgarage am Ekoplatz in Kulmbach dem Bauordnungsrecht und ist gezwungen, sowohl in Deckenhöhe als auch mit ihren Löschanlagen modernsten Vorgaben standzuhalten, um somit Sicherheit für alle Passanten und alle Fahrzeuge gewährleisten zu können. Fahrzeuge müssen hier nicht erst herausgezogen werden, um sie unter freiem Himmel ausbrennen zu lassen, denn wie auch schon Peter Bachmeier im Interview sagte: Gelöschte Fahrzeuge müssen entfernt werden. Geeignete Berge- und Hebegeräte hierfür sind am Markt erhältlich und dies ist Aufgabe von Entsorgern und Abschleppunternehmen, nicht primäre Aufgabe der Feuerwehren. Die Angst vor brennenden Elektrofahrzeugen beruht sicherlich auf Medienberichten mit solchen Horrorszenarien. Allerdings haben Studien ergeben, dass Elektrofahrzeuge deutlich seltener brennen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Dass E-Autos seltener brennen, ist zunächst eine Momentaufnahme. Auch manche Vertreter von Versicherungen gehen davon aus, dass sich die Brandhäufigkeit in den nächsten Jahren an die Zahl der Brände von Autos mit Verbrennungsmotoren anpassen wird. Selbst dann wäre die frisch renovierte und neu aufgebaute Tiefgarage am Ekoplatz mit gesetzlich vorgeschriebenen modernsten Löschanlagen jeglichem Brand von Elektrofahrzeugen gewachsen. Andere Städte lassen das Parken dort zu, weil sie sich, wie uns von vielen Seiten bestätigt wurde, noch nicht mit dem Thema befasst haben oder nicht den unbequemen Weg eines Verbotes gehen wollen. Andere Städte wie beispielsweise München, welche unterhalb der bereits 2011 errichteten Parsing-Arkaden nun 12 High-Power-Charger innerhalb ihrer Tiefgarage errichten und dies vollkommen baurechtskonform. Aber auch sonst obliegt die Entscheidung, die Tiefgarage für E-Autos und Hybride zu sperren, der Stadt Kulmbach als Eigentümerin der Tiefgarage.
So macht auch die letzte Antwort der Stadt Kulmbach hier deutlich klar, dass es sich nicht um Sicherheitsbedenken oder Sorge um einen etwaigen Brand handelt, sondern vielmehr um eine persönliche Abneigung gegenüber der Elektromobilität. Es bleibt also spannend, wie die Stadt Kulmbach hier weiter verfährt und ob sie irgendwann dem öffentlichen Druck nachgibt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, dieses Video wird oft geteilt, damit der Druck auf die Stadt Kulmbach immer weiter wächst, und freue mich auf ein nächstes Video.